Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Diesmal durfte sich mein Sohn ein Set aussuchen, was ich hier vorstellen soll. Und seine Wahl ist auf das Lapin Set 18032, die Mountain Cave aus der Cube World Serie gefallen. Ja, dieses 2932 Teile starke Set ist ein 1:1 Nachbau von dem Lego Set, was auch immer noch im Lego Shop momentan verfügbar ist, die Mountain Cave aus der Minecraft Serie. Bei Lego hat das Ding den Artikel Nummer 21137 und hat dann da 2863 Teile auf der Packung stehen. Im Lego-Shop kostet das Set 249 Euro. Und wenn man unbedingt mehr Geld ausgeben möchte, kann man bei Amazon mal nach diesem Set suchen. Und da kommt man dann so ab 280 Euro in den Genuss, das kaufen zu können. Und wenn man es dann mit Prime zugeschickt bekommen möchte, dann ist man bei 381,88 Euro. Aber es geht noch teurer. Bei eBay gibt es einen Anbieter, der hat das für 399,99 drin stehen. Was zur Hölle? Ich meine, ganz ehrlich, wer kauft denn das dann da, wenn es das bei Lego Original noch für 150 Euro günstiger gibt? Völlig unverständlich. Ja, jedenfalls, die Kopie von Lapin liegt bei 77 Euro ungefähr, je nach Dollarkurs. Wollen wir uns mal anschauen, was Lapin uns da zusammengestellt hat. Ja, so ist sie bei mir angekommen, die Mountain Cave. Von der Kartongröße her ein Tucken kleiner als jetzt hier zum Beispiel der Karton, in dem das Cinderella-Schloss gekommen ist. Aber wirklich nicht viel. Das ist wirklich ein Tucken in der Höhe und wenn man bedenkt, dass das über 1000 Teile weniger hat hier das Set, lässt das darauf schließen, dass die Teile dafür an sich ein bisschen größer sind. Aber alles Reden ist Theorie. Schauen wir einfach mal rein. Oben aufliegen, diesmal quasi formatfüllend die Bauanleitung und dann hier jede Menge Steine und der erste Blick verrät, hier Tütennummerierung, kann es ja kaum passen, Bauschnittnummerierung. Das ist ja auch mal was Seltenes. So, dann schauen wir uns die Aufbauanleitung mal an. Hier draußen schön in Hochglanz. Dann hier leider hat er im Transport einen abgekriegt. Der ist ein bisschen eingerissen. Ansonsten sehr gut gebunden. Die Rückseite hier nochmal mit verschiedenen Abbildungen drauf. Hier sieht man, dass ein Lightbrick mit dabei ist. Ist auch recht dick, die Anleitung. Hat insgesamt 196 Seiten. Und wie man hier sieht, die Druckqualität ist sehr gut. Ja, und auch hier die verschiedenen Bausteps sind mit den Tütennummern jeweils angegeben. Das macht die Sache sehr viel einfacher. Ja, dann gucken wir uns mal die Tüten hier an. Haben wir eben beim Auskippen schon gemerkt, dass die alle quasi passend nummeriert sind. Hier sieht man die 11, ne, den Bauschritt 11. Ja, dann werde ich die jetzt mal gleich alle schön schrittmäßig auseinandersortieren. Und dann geht's los. Ja, jetzt habe ich die durchnummerierten Tüten alle so ein bisschen durchsortiert. Da haben wir jetzt in dem Karton hier die 20er-Tüten, hier die 10er-Tüten und hier die ganzen einstelligen Tüten von 1 bis 9. Ja, hier für den ersten Bauschritt jede Menge Dönekes, Minifiguren. Dann haben wir hier noch Werkzeuge und ja, irgendeine Pole-Dance-Stange. Keine Ahnung, die ist jetzt nicht irgendwie zugeordnet gewesen. Ja, dann kleiner Fun-Fact, hier in der Tüte 24, ja, da ist der Teileseparierer drin. Das heißt, wenn die ganze Sache eigentlich gelaufen ist, dann teilt einem Lapin dann den Teiletrenner zu. Das ist genau mein Humor. Na dann wollen wir mal loslegen. Ja, jetzt haben wir hier alles für Schritt 1 liegen und sieht im ersten Moment ein bisschen merkwürdig aus. Macht aber Sinn, wenn man mal reinguckt. Also Schritt 1, da bauen wir hier unsere Minifiguren und ein Creeper und Schleim, glaube ich, soll das sein. Ich selber bin ja jetzt nicht so der Hardcore-Minecraft-Spieler. Mein Sohnemann, der ist da ganz großer Fan von. Wenn, dann spiele ich nur den Kreativmodus, aber nicht den Survival-Modus. Ja, den zockt mein Kurzer dafür durch und durch. Dann wollen wir mal die Mannequins zusammenbauen. Ja, das war jedenfalls die schrägste erste Tüte, die ich bis jetzt so hatte, bei irgendwelchen Klemmbausteinsets.
Das heißt allerdings jetzt nichts Schlechtes. Das sind wirklich coole Sachen bei. Ich habe hier zwei Fledermäuse. Bei der hier sehe ich gerade, habe ich das Gesicht falsch rum dran gebaut. Ja, dann ein Blumenkübel und hier eine Fackel. Dann haben wir hier wirklich ein cooles Feuer. Zwei Steine, die man hinterher abbauen kann irgendwo. Ein Ofen mit Feuer drin, ein Ballen Stroh, TNT. Da wird mein Kurzer wieder steil gehen. Der steht da voll drauf. Der springt immer alles in die Luft, wenn er das spielt. Ein Bett, ganz wichtig. Hier Geländerteile. Ein Zombie, dann hier haben wir Alex in, ich glaube, Diamantenrüstung. Ja, dann haben wir hier Schleim und wenn man den hinten aufmacht, also wenn man erschlägt, kommen zwei Babyschleims raus. Ja, und dann haben wir hier noch einen Creeper. Cool. Ja, damit ist der erste Bauabschnitt dann fertig. Weiter geht's dann in Teil 2. Ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschaut. Wenn es euch gefallen hat, lasst euren Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann klickt doch bitte auf den Abo-Button. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.